Scheiß. Ach, guck mal hier. ABS-Halter. Sehr geil. Handschuhfachdeckel-Scheiß, das ist auch irgendein Mist. Herzlich willkommen zum neuen Video und ja, wir wurden inspiriert. In Friedrichshafen auf der Messe habe ich gesehen, war es ein Golf 2 oder Golf 3? Ich glaube, oh, gute Frage, ich glaube in 2 Jahren. Haben wir den im Video irgendwie drin zum Einblenden? Nee, leider nicht. Egal. Die Idee ist, wir wollen für euch hier in der Ausstellungshalle irgendwie so einen Lounge-Bereich schaffen, um sich auszuruhen. Nein, ihr müsst manchmal warten, wenn eine Inspektion ist oder so, dass ihr euch hinsetzen könnt. Und da ist die Idee, dass wir einen Eichshahn zerschneiden. Wir werden hier oben das Auto abtrennen. Ne? Ja. Die Scheibe fliegt weg, die Tür fliegt raus und hier werden wir den sägen. Das heißt, wir haben den Heckbereich von dem Auto. Ja. Und dann hängt das Dach so über. Den ganzen vorderen Kladdatsch schmeißen wir weg. Und dann bauen wir in den Kofferraum bauen wir 2 Einzelsitze. Und dann stellen wir das in der Ecke. Okay. Coole Idee? Ja. Ich frage mich, was für ein Auto nehmen wir dafür? Einen Eichshahn E Crossover Premium. Hier schneiden, eine kleine Stütze bauen, Sitze einbauen. Okay. Lounge. Und ja, das machen wir. Dann bin ich gespannt. Ja. Und das ist ein E? Das ist ein Diesel. Wir gehen zu dem Fahrzeug, wo wir es machen. Natürlich nehmen wir nicht einen neuen. Das wäre ja, oh Gott, wir können ja kein neues Auto zerschneiden. Für eine Sitzbank. Wir. Dir traue ich alles zu. Mit der Teilekrise glaube ich auf Reihe. In Teil 3 von dem 4x4-Projekt, eScouty, da haben wir schon grob drüber gesprochen. Und wir haben uns jetzt dazu entschlossen, das zu machen und damit starten wir jetzt. Das kommt vorher, ne? Ja, das werden wir wahrscheinlich vorher zeigen. Also, wenn dann irgendwann die Videoreihe beginnt von dem 4x4-Projekt, wo wir echt schon weit sind, stimmt, das ist immer so ein ihr wisst das ja noch gar nicht. Also, in Teil 3 von dem 4x4-Projekt hatte ich das schon mal angesprochen, dass wir das eventuell vielleicht vorhaben mit dem Auto. Ja. Das ist Zeitblase, geil. Das ist mein Fuck. Wir gehen zum Fahrzeug. Müssen wir nur gucken, ob wir nichts verraten. Nee, das geht alles noch. Um die Ecke darfst du jetzt aber nicht filmen. Okay. Hier, unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen. Warum steht das hier? Das lag im Auto. Ach so. Also, wir haben jetzt das neue Projekt hier gestartet. Was wir gerade. Ja, ist nicht schlimm. Die Kamera kennt ihr auch noch nicht so. Wir sind gerade in der Zeitblase. Ich bin hässlich. Nur für euch. Verratet nichts vom 4x4-Projekt, weil das kommt viel, viel weiter vorher, wo das noch gar nicht angefangen hat. Da komme ich sowieso nicht mit, das überlasse ich komplett dir. Also, wir haben hier einen ehemaligen E-Crossover Premium, den wir für das 4x4-Projekt geopfert haben. Also der war kaputt. Der war so doll kaputt, dass er nicht reparabel war. Und deswegen haben wir den dafür geschlachtet, um dieses Projekt durchzuführen, damit man das überhaupt sich einigermaßen finanziell erlauben kann. Und jetzt haben wir uns gedacht, inspiriert durch die Messe in Friedrichshafen, nicht, dass es wieder heißt, das gibt es ja schon, das habt ihr nachgemacht. Mittlerweile macht man ja alles auf dieser Welt nach, weil es gibt ja eigentlich schon alles, so gefühlt. Ne? Ja. Also das machen wir nach. Ich habe das gesehen. Golf 2 oder Golf 3, ich bin mir unsicher. Stefan wird jetzt die Scheibe rausnehmen. Die A-Säulenverkleidung retten wir, die können wir vielleicht nochmal verwenden, um irgendwas später abzudecken, dass es besser aussieht. Dann schneiden wir das Auto hier. Ja? Mhm. Und wir schneiden das Auto direkt hier an der Kante, weil dann passen die Kunststoffstopfen wieder drauf, von vorne, wahrscheinlich, dass das nicht so eine Schnittkante ist. Ja. Dann fällt der ganze Kladderadsch erstmal auf den Boden, wahrscheinlich. Nein, wir stützen uns das ab, sonst verklemmt deine Säge. Dann machen wir alles ein bisschen sauber innen drinne. Und dann bauen wir hinten die Sitze ein von dem 4x4-Projekt, weil die sind übrig. Die brauchen wir nicht mehr. Ja, nächste Problem ist? Es gibt keine Probleme. Probleme sind nur dornige Chancen. Wo willst du denn bitte schön hier hinten die Sitze hinbauen, dass nicht noch ein kleines Kind hinpasst auf diese Höhe? Das heißt, rein theoretisch müsste die Kofferraumwanne auch raus und das müsste ja mindestens auf dieser Höhe dann, dass man da die Sitze drauf schraubt. Verderbt mir doch den Spaß nicht immer. Wir schneiden jetzt erstmal das Auto kaputt. Andere Frage. Warum schneiden wir nicht da, wo der Teppich jetzt zu Ende ist? Und dann lassen wir die Stühle da, wo sie hingehören. Jetzt machst du es ja wieder zu einfach. Das ist ja doof, das nimmt dann wieder zu viel Platz weg. Das ist doch scheiße, man will doch hinten sitzen. Ja, aber könnte man hinten noch mal ein paar Prospekte reinschmeißen. Aber hier hätte man eventuell was für die Füße. Das hat sich gerade alles einfacher angehört in der Theorie. Das
meistens so. Du hast recht. Du sollst das Auto jetzt erstmal komplett leer räumen, hinten vom Müll befreien. Und dann müssen wir uns mal einen Stuhl nehmen und ein bisschen testen. Weil, das kommt ja hinzu, wenn das Auto ist, ja, hat dann hier Stützen wahrscheinlich. Es muss ja hier eine Stütze drunter gebaut werden, damit das Hinterteil nicht nach vorne kippt, ne? Ja. Das heißt, wenn wir die Sitze hinten in den Kofferraum bauen, dann hängen die Füße ja immer frei in der Luft. Da muss man irgendwie da rein hüpfen. Ja. Also ist es ja vielleicht doch schlauer, die Sitze original zu bauen. Dann kommt man mit den Füßen noch auf den Boden. Ach Mann. Wir fangen erstmal an. Aber das ist auch cool. Ja. Nein, Sitze hinten im Kofferraum finde ich schon ganz geil eigentlich. Ich auch, aber du kommst dann wirklich zu hoch. Da kommst du nicht mal auf den Boden. Deswegen, so wie Alex sagte, den Teppich bzw. hier abgeschnitten, dass man hier noch die Füße hängen kann und sich dann draufsetzen kann. Das geht natürlich auch. Das ist dann quasi wie eine Stufe und du kannst die Füße dann immer hier hinstellen, ne, wenn du hinten sitzt. Mach erstmal komplett Innenraum leer, grob sauber, dass wir mal einen Stuhl reinstellen, bevor wir falsch schneiden. Vielleicht müssen wir ja sogar dann hier schneiden, weil hier können wir noch die Originalaufnahme nehmen. Siehst du die? Das ist Originalaufnahme vorne, richtig? Ich glaube, dass wir aneinander vorbeigehen. Nein, nein, nein. Aber verstehst du mich schon? Ich möchte Plan B haben, falls das hinten nicht passt, dass wir die Sitze hier hinschrauben können. Ja. Wenn wir aber jetzt schon hier abschneiden, dann verbauen wir uns die Möglichkeit. Richtig, genau, ja, jetzt bin ich auch wieder auf. Also wir machen erstmal sauber und gucken mit dem Stuhl, wo das hinpassen könnte. Und wenn wir uns dafür entscheiden, dass er auf jeden Fall nach hinten gebaut wird, dann können wir hier abschneiden. Aber ich denke fast, dass wir ein Original hinbauen, dass die Füße dann auf den Boden gehen. Dass wir quasi hier schneiden. Das wird spannend. Jetzt ist es ganz durcheinander. Wir fangen an. Okay. Erstmal schneiden, dann Gedanken machen. Ja, erstmal kaputt schneiden, dann schweißen wir es wieder dran oder kleben es zusammen. Genau. Weil ich fand es ganz cool, wenn du hinten sitzt, dass du das so als Schirm hast. Ja. Weil du sitzt auch hinten in der dunklen Scheibe, so ein bisschen versteckt und das hat so diesen Charme von, weil dann kann man es wirklich draußen stehen, wenn man im Regen sein Auto wartet und so. Stimmt. Genau. Und hier kannst du halt sitzen, hier stehen deine Füße und hinten sitzt es. Was? Das ist ja, da kann verstärken. Man ja ein Winkelchen drunter schweißen oder schrauben. Dann wabbelt das auch nicht mehr. Ja, das wabbelt jetzt aber auch nur, weil da krumm ist, ne? Ja. Hier sind überall die Dingens geknickt. Wir steigen jetzt mal ein wegen Totalschaden. Also, der hatte einen Frontschaden. Mir ist schon aufgefallen, weil das Armaturenbrett war auch gerissen. Das ist jetzt schon weg. Hier die Spritzwand ist kaputt. Ja. Das ist alles nach hinten gekommen. Und man sieht auch, dass sich das Blech überall so hochgestaucht hat. Da auch. Ja. Ne? Wenn man das reparieren wollte, das geht mit Sicherheit, wenn man möchte. Aber das ist ein Kostenaufwand, wo man ein neues Auto für kriegt. Und deswegen ist dann sowas total schade. Ja, jetzt haben wir mal so ein bisschen entkernt. Jetzt können wir schon mal ein bisschen gucken. Stefan bereitet gerade einen Sitz vor mit Sitzschienen, dass wir den hier hinten platzieren könnten. Oder ohne Sitzschienen hinten, wie das so von der Höhe passt. Welche Variante wird dir denn so besser gefallen? Hinten drin. Hinten drin, dass man wirklich in eine Scheibe sitzt, ne? Ja. Und das Dach so als Sonnenschutz hat, ne? Ja, genau. Kann man es echt draußen hinstellen. Das ist ja fast wie so ein bisschen wie so ein Schrankkorb. Ja. Würde mir auch besser gefallen. Also wenn ich jetzt hier rein so auf dem Boden sitze, im Kofferraum, ist die Höhe okay. Das könnte aber ein bisschen höher sein, oder? Was mit Dach, mit Kopffreiheit? Also das Sitzkissen wird noch drunter passen, dann habe ich noch Kopffreiheit. Und ich bin ja auch ab in selbst sehr hohen Oberkörper. Stefan kommt schon mit der Sitze. Aber mal eine andere Frage. Ja. Warum überhaupt Sitze vom Auto, sondern einfach eine Bank? Eine Holzbank. Das reicht doch völlig. Aber das ist... Ja, ja, aber wenn wir das draußen hinstellen, können die trotzdem feucht werden, auch wenn die da... Das. Hast du mal einen ohne Sitzschiene? Ja, ich hab komplett runter weggebohrt. Ja, gib mir den mal hier durch. Ja. Hab ich mir gedacht, deswegen habe ich gedacht, komm, du brauchst das komplett weg. Das ist jetzt quasi dein Sitzkissen, oder? Ich glaube, die Variante ist es. Wieso? Du bist rechts abgestützt. Ah. Jetzt zieh mal bitte gerade hin.
Das geht. Passt rein. Das geht gut. Wie du ist ja kein Mensch, also das passt doch. Was soll das, also ich kein Mensch bin? So, hier auf dem Boden hast du Platz für deine Füße, den Teppich kann man auch drin lassen, dann nimmt man das hier als Schnittkante, oder? Ja. Ja, finde ich cool. Ich glaube, die Variante machen wir. Und dann noch diese Kante vorne wegschneiden? Oder? Ja, das ist einfach nur draufgeschraubt, das kann man noch wegschrauben. Das ist ja erweiterbar, das kann man ja abschrauben. Das ist ja dieser. Nee, doch. Ja, ja. Das ist der, was ich immer vertausche. Nicht Trennwand, sondern. Gepäckstopp. Gepäckstopp. Den schrauben wir weg. Ja. Und hier. Die kannst du gleich mit ausbauen ins Lager für Garantie. Ja. Haben wir öfters. Gute funktionierende Gurte. Wie sitzt das denn mittig? Passen denn beide Sitze überhaupt nebeneinander? Hast du den anderen auch schon ohne? Nee, der ist noch mit. Damit wir beide Varianten probieren können. Dann machen wir auch ab. Fix. Geht das fix? Ja, es sind 4 Popnieten. 8. Ja, dann popniete die mal ab eben. Ich bleibe hier sitzen, das ist ganz cool. Komm du mal rein, Alex. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, wegen Abstützung nach vorne. Jetzt kippen wir gleich mit der ganzen Kommode um. Das ist, glaube ich, cool. Passt, ne? Ja, und wir sind ja jetzt beide, ne? Nicht die schmalsten. Ja, und die kürzesten. Ja. Ich bin ohne Sitz genauso hoch wie du mit. Ja. Und hier sitzen sich ja, wenn dann sitzt hier einer alleine drin, hier setzen sich ja nicht 2 Fremde rein. Oder wenn sich welche zusammen reinsetzen, dann sind es welche, die sich kennen, ne? Ja. Cool. Warten den zweiten Sitz mal ab. So sieht es übrigens ohne alles aus. Ich könnte fast so fahren. So. Voll ausgestreckt. Durch oder was? Verdammt, ist schon durch. Das geht ja schnell. Aber also, ist schon irgendwie interessant, ne? Jetzt schieben wir mal den Vorderbau weg. Das müssten wir eigentlich auch wieder ganz machen und dann so einen Rennsimulator da reinbauen oder so. Gut, also, ich denke, dass es noch ein zweites Video gibt. Ich weiß nicht, was wir jetzt schon voll haben. Ja. Auf jeden Fall für uns ist heute Schluss, wir haben gleich Feierabend. Wir machen weiter auf jeden Fall, hier kommen wieder schön die Türdichtungen drauf. Das wird alles wieder so ein bisschen schick neu lackiert und fertig gemacht. Der Teppich kommt wieder rein. Da müssen wir hier das noch abschrauben. Die Sitze müssen richtig befestigt werden. Da müssen wir auch irgendwie wahrscheinlich eine Strebe im Kofferraum machen, dass wir nicht nur auf dem Kunststoff sitzen, sondern dass es so ein bisschen hält. Und dann müssen wir das hier noch bauen zur Abstützung. Einmal quer rüber, dass das Blech ein bisschen gestärkt ist. Ne? Ja. Und nach unten. Und dann machen wir das Ganze rollbar. Dass wir das Teil schieben können, dann können wir uns entscheiden, wo wir es hinstellen und dann können wir es über der Handbremse dann immer auch feststellen. Und wir haben ja, glaube ich, 20 Federnsätze von Vogtland von der falschen Produktion. Da können wir es ein bisschen tiefer legen, ne? Nee. Nee? Tiefer sowieso. Also wir machen das Ganze tiefer mit schönen Gammafelgen drauf, dass es auch geil aussieht. Und die Idee ist, wir müssen ja ein Eisen nach unten machen mit einer Rolle, dass wir da die Vogtlandfedern mit verwenden, dass man das optisch hier so in so Federn-Style hat. Geile Idee. Ja? Und deswegen würde ich sagen, ist das jetzt das erste Video von 2. Also wir machen noch ein zweites Video, wie wir es fertig bauen. Und ich habe noch eine andere Idee, Alter. Na?
wie wäre es, wenn wir von einem Fahrrad das Hinterrad abschrauben und das in der Mitte daran festmachen, dass man damit noch irgendwie... Das wäre auch lustig. Schreibt mir ruhig in die Kommentare, was man noch alles machen könnte. Das würde mich auch interessieren. Deswegen, ja, wir müssen auf jeden Fall eine kleine Batterie einbauen und einen Schalter, damit man den Kofferraum noch aufmachen kann. Kofferraum und auch Beleuchtung. Also wir klemmen das Ganze so an, dass es auch cool ist. Man kann ja noch viel, man kann ja auch noch einen Fernseher vormachen und. Ne? Aber wir müssen uns ein bisschen beeilen. Wir haben heute echt extrem viele Videos gemacht und der Feierabend steht vor der Tür, wir müssen aufräumen. Macht's gut, danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Video. Lasst ein Abo da, schreibt einen Kommentar. Ciao. Davon. Die Sitze habe ich davon. Von dem Auto her? Ja. Da muss ich erstmal gucken, wie ich das realisiere. Thorsten baut sich Eichsamsitz in seinen Trabant. Ich hoffe es, dass es klappt. Wenn das fertig ist, machen wir auch ein kurzes Video darüber. Ja. Ja. Ein bisschen Eichsam fährt in jeden Trabi mit. Ja, ja. Aber so als Kundenlounge? Das Kundenlounge ist natürlich schön. Da musst du von einem kleinen Tisch. Ja, so ein kleines Tischchen in der Mitte. Das ist noch nicht zu Ende gedacht. Ein bisschen schützen, den Kopf stoßen und so, aber ich glaube, wenn das nicht so... Ja, aber da man muss schon ein bisschen reinkrabbeln, aber es ist okay. Oh, war knapp. Oh, ich hab's gerade schon gemerkt im Kopf. Ey. Echt? Ja, Glück gehabt. Ist natürlich besser, wenn du dich so reinsetzt, ne? Wenn das weg ist. Jetzt hast du mich schon wieder. Ja, dann kommt mit den Beinen sofort näher nach hinten, ne? Aber du hast ja von hier bis auf den Boden. Aber wenn wir den tiefer legen, wenn wir hinten tiefer holen, dann geht's wieder. Ja, schwierig. Ja. Jetzt hat Thorsten schon wieder was angefangen hier. Das stimmt natürlich. Es ist geiler, wenn man jetzt sich so hinsetzt. Ja, also du hättest dir um ein Haar da gerade schon den Kopf aufgerissen. Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Also es muss, wenn wir das hier so machen, dann muss das aber hier so nochmal weggeschnitten werden. Ja. Dass hier das entschärfst. Da kommen ja so wie die Dichtung dran und so ein bisschen. Ja. Das machen wir schon so, dass das sich nicht dran töten kann.